Ja, auf jeden Fall sind die nur mit den Bomben zu besiegen. Und mit sonst was anderem leider nicht. Und es kann schon mehr viel sein. Vor allem, wenn man dann keine Bomben mehr hat. Vergessen, das ist ja der große Schlüsselraum. Zum Glück, die kommen auch nicht wieder. Zumindest vorerst erstmal. Ich weiß gar nicht, könnte man die jetzt verwandeln? Jupp, die kann man auch schön in kleine Viehchen verwandeln. Was natürlich für uns sehr praktisch ist. Denn so erhalten wir eben halt wieder volle HP. Blöd nur, dass es in den... ja, toll. Ich hab über die Zeit. Ich hab über der Zeit. Aha, da muss ich wieder schreiben. Egal. Ellipse. Auf jeden Fall... Wohin wir gehen? Auf jeden Fall... können wir hier nicht so wie in den anderen Teilen, die süßen Feen, kleine Glasflaschen schließen. Und ja, im Grunde genommen, weil wir hier auch keine Flaschen haben. Dafür gibt es allerdings, wie bei Link's Awakening, gibt es so einen kleinen Trank. Ja, toll. Auf jeden Fall gibt es wie in Link's Awakening gibt es... Da will ich nicht hin. Gibt es auf jeden Fall so eine so einen Trank, der eben halt die volle HP wieder regeneriert. Sobald man ja keine HP mehr hat. Gesehen. Letztes Video, direkt so am Anfang. Ja. Gib mir Herzen. Gib mir Herzen! Die kann ich nämlich jetzt gut gebrauchen. Denn es ist zu weit, es ist zu weit. Doch nicht so weit. Jetzt ist es aber soweit. Es ist soweit, es ist soweit. Und zwar heißt es wieder Endboss Time. Mal gucken, wer ist dieses Mal. Ah, wir kennen ihn schon. Wer Ocarina of Time schon mal gesehen hat, der kennt den Gegner. Diesmal ist er allerdings ein wenig anders zu besiegen. Ich setze mal die Bombe hier drauf. Und zwar ist das König Dodongo. Und wie man schon hier wunderschön sehen kann, auch wieder Bomben in seinem in seine Gefräßigkeit reinwerfen. Und ihn dann mittels den Kraftanwendern einfach nur in den Stacheln reinwerfen. Na komm, eure Gefräßigkeit. Auch schön, dass die Hörner so abstehen. Wenn er eine Bombe gefressen hat. Du hast einen weiteren Herzkonschnäger. Konzentrator. Und damit erhalten wir auch eine weitere Essenz der Natur. Und das ist... Du erhältst die Gabe der Zeit. Eine Essenz der Natur.
Die Saat keimt, wenn sich die Jahreszeiten durch die Gabe der Zeit ändern. Ja. Also wie gesagt, im Grunde genommen sind diese Essenzen quasi das, was den kleinen Pflanzen zu großen Pflanzen verhilft. Danke, Link. Mir wurde ein Stück der Gabe der Zeit zuteil. Ich träumte eben vom Spindelsumpf im Westen. Etwas ist dort im Gange, doch ich kann nicht erkennen, was es ist. Jupp, da schläft er wieder ein. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nicht einschlafen werdet. Denn ich glaube, das wäre das Schlimmste, was mir eigentlich passiert. Ah! Ach, mein gesamter Kram ist runtergefallen. Ich werde einfach dein Zeugs mitnehmen. Das hast du von Madeline. Ja, natürlich. Klau mir doch alles. Uff, du. Das merke ich mir. Jupp, diesmal haben wir mehr als sie eingesammelt. Dafür hat sie das Schönste von allen. Sie hat nämlich die Flasche. Nein, wir brauchen kein Herz. Keine paar Herzen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sie hat nämlich unsere schöne Flasche, die Flasche nämlich mitgenommen, die sie bei sich hatte. Das gibt's nämlich auch. Dass sie nämlich die Flasche mitträgt. Dadurch erhalten wir quasi die Chance darauf, ebenfalls so eine Flasche kostenlos zu bekommen. Grundsätzlich so eine Flasche kostenlos zu bekommen. Leider ist es so, dass die Flasche ganz, ganz selten vorkommt. Und wir deswegen manchmal eben halt auch also man sollte sich auf jeden Fall nicht darauf verlassen, diese komische Flasche von ihr zu bekommen. Wie gesagt, sie kommt eher selten. Und die Chance, dann auch noch so eine Flasche zu bekommen, ist relativ gering. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Weil es eben halt auch ein schöner Gegenstand ist. Nur dafür, dass er schön ist, kostet er auch mal so eben, lass mich lügen, ich glaube 300 Rubine oder so. Oder 100 Rubine pro Flasche. Na, hier war doch sicherlich was. Nein! Schweinchen. Jupp, Schnee kann man nicht mit den Hitze, Glutkernen schmelzen. So. Wir haben keine neuen Ringe. Und dafür müssen wir aber eigentlich ja, hier sieht man das jetzt. Der Baum ist ausgewachsen. Eine schöne Frucht ist rausgekommen. Du hältst eine Geschenuss, die nach was in ihr steckt. Ein Ring war in der Nuss. Jupp. Und so ist das eben halt mit diesem Ring. Blablabla. Bla. Gleich wieder an neuen Pflanzen. So. Wir gehen dann ihn nochmal kurz schätzen lassen. Und danach werde ich auch erstmal diesen Part beenden. Ja, schätze ihn ganz schnell. Ja, macht 20. Ich sehe, das ist ein Moblenring. Metamorphose zum Moblen. Das ist bla bla bla. Jo.
Also dieser Ring, damit sehen wir dann quasi aus genauso wie Moblin, allerdings behandeln sie uns immer noch als normalen Link. Also im Grunde genommen nur optisch, eine optische Verschönerung, ja, obwohl Verschönerung kann man es nicht nennen. Egal. Ich sage, Blatrix FB meldet sich ab. Bis zum nächsten Let's Play.